Ich werde immer wieder gefragt, Michaela, was ist denn das für ein Döschen, was in deiner Grundausstattung liegt mit diesem Glitzer? Also hier ist ein bisschen wenig drin, weil das mein Arbeitsglitzer ist, der hier liegt. Normalerweise schon ein bisschen mehr drin, wobei die Dose nicht voll ist. Aber trotzdem, wenn die auch nur so halb voll ist ungefähr, ist das die Menge, die man in einem ganzen Leben verbraucht. Das heißt, dieses Döschen fällt vielleicht mal hin oder geht kaputt, dann ist es schneller leer. Aber normalerweise könnte man das sehr, sehr oft benutzen und es reicht ein Leben lang. Dann die Frage, wo und wie benutze ich das überhaupt? Also erstmal ist das ein Glitzer, der normalerweise in kosmetischen Produkten enthalten ist. Ich kenne das vielleicht vom Lipgloss oder je nach Lippenstift. Wenn da nur noch so ein bisschen übrig ist, dann ist da so ein ganz starker Glitzerpartikelschimmer drauf. Ne? Das glitzert so. Aber wenn ihr so macht, mit dem Lipgloss, ne? Fühlt sich ja nicht irgendwie an, dass das so ein bisschen sandig ist oder so. Nein, dieser Glitzer ist so extrem dünn und klein und fein, dass man den in Lipglossen nicht spürt. Dieser Glitzer wird auch oft benutzt, um irgendein Produkt oben damit zu bestäuben, auch auf Lippenstiften ringsrum, so dass ihr angereizt werdet, so nach dem Motto, ich bin aus Mädchen, das glitzert, das muss ich unbedingt haben. Und diesen Glitzer, den nehme ich öfters schon mal genau an der Stelle, wo ich sonst Concealer auftrage. Genau hier innen drin trage ich dann von dem Glitzer ein bisschen auf. Ich gehe nie mit dem Finger in die Dose. Dieser Glitzer ist übrigens, kann man auf meiner Homepage auch erkennen, der sieht so ein bisschen flockig aus. Also der läuft nicht wie Wasser, wenn man ihn hin und her schiebt, sondern der läuft so, ne? Der bröckelt so ein bisschen in kleinen Fusselfasern. Jetzt ist es ein bisschen rausgefallen, da habe ich gleich eine Stunde zu wischen. Also das sollte euch nicht passieren. Wenn ihr auf Reisen seid, unterwegs seid, dann macht euch an das kleine Döschen bitte immer ein Stück Tesafilm, weil das ist kein großer finanzieller Verlust und so ein Döschen kostet 3 €. Aber die Schweinerei, die ihr damit machen könnt, das ist schon mal ganz unglaublich enorm. Also bitte immer gucken, dass das Döschen nach Möglichkeit geschlossen irgendwo steht. Nie mit dem Finger in die Dose reingreifen, weil das ist die Überdosierung schlechthin. Ihr nehmt nur mit der Fingerspitze so ein ganz kleines bisschen hier raus und dann Augen zu. Und dann setzt ihr euch das hier so rein, da wo normalerweise der Concealer ist. Ich habe schon meine IKEA-Lampe an. Ich hoffe, dass man es dann auch erkennen kann, dass das ist wahrscheinlich zu viel Licht, dass das dann wunderschön brilliert. Also ich weiß nicht, ob man es jetzt so erkennen kann. Im Display kann ich das nicht gut sehen. Ich kann es aber noch mal auf meinem Handrücken zeigen. Das ist jetzt dieser Glitzer, nur aus dem Deckel rausgenommen. Und der ist in der Lage, hier sieht man es ganz gut, glaube ich. Der ist jetzt in der Lage, meinen kompletten Handrücken damit feinst zu beglitzern. Also genau dasselbe mache ich jetzt dann auch hier innen drin. Nehme ich mit dem Finger ganz klein bisschen ab. Einmal hier so rein. Da auch rein und dann macht es beim Candlelight-Dinner einfach nur schön pling, 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 pling. Wer das unbedingt meint, auf dem Dekolleté haben zu müssen, ne, geht auch so. Haftet schon nur ich will nicht sagen durchs Körperfett, das hört sich blöd an, aber unsere Haut fühlt sich ja meistens so ein bisschen, ganz klein bisschen wie klebrig an. Das reicht schon aus, um diese Glitzerpartikel, nochmal Licht hier drauf, so zu befestigen, dass die dann pling, pling machen. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber das könnt ihr euch auch vorstellen. Also dieser Glitzer ist der höchst konzentrierteste Glitzer, den ich überhaupt kenne. Und weil diese kleinen Partikel so mikrofein sind, können die so extrem brillieren. Also hier oder da oder vielleicht da noch ein bisschen. Bloß eins bitte nie. Genau unter den Augenbrauenbogen, weil das würde das Auge eher nach vorne kippen. Ansonsten viel, viel Spaß beim Funkeln. Funkel hin und Funkel her. Funkel, 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 Funkel.